in Webtechnologie. Wir wollen jetzt mit dem Teil der Vorlesung anfangen, der sich mit der Kommunikation befasst und dazu zunächst einen Blick in die Geschichte werfen. Das ist deshalb ganz interessant, weil wir hatten ja gesagt, das Web bildet so eine universelle Kommunikationsplattform, dass man da mal so ein klein bisschen sich zurücklehnt. Das wird also eher unterhaltenden Charakter haben heute, was da so in den einzelnen Bereichen passiert ist. Bevor wir dann in den weiteren Vorlesungen uns mit den Fragen der Codierung befassen, denn wenn ich Inhalte, mediale Inhalte über das Internet transportieren will, über das Web zugänglich machen will, dann muss ich mich schon fragen, wie das effizient geschehen kann. Wir hatten ja gesehen, dass so eine Kommunikation ein mühevoller Weg ist, dass man da sehr genau nachdenken muss, wie man das kodiert. Und das sind dann die folgenden Vorlesungen in diesem Teil der Vorlesung, die sich generell mit Fragen der Informationskodierung befassen und dann mit den speziellen Medien, den Grafik, Audio und Video. Aber heute zunächst mal Geschichte, Geschichte der Kommunikation. Und da geht so ein Gedanke natürlich damit los, dass die Fähigkeit zur Kommunikation, die Fähigkeit, Informationen auszuhalten, ja die Grundvoraussetzungen für die menschliche Entwicklung überhaupt waren. Wir wissen auch aus dem Tierreich, dass es da Kommunikationsverhalten gibt, aber in diesem Maße, wie es die Menschheit geschafft hat, das ist doch etwas, was dann sehr stark auch die Menschwerdung im Sinne, wie wir das heute verstehen, befördert hat. Was macht das genau aus, diese Fähigkeit? Da ist einerseits darum, dass man Kommunikationsinhalte dauerhaft, also nicht nur das gesprochene Wort ist jetzt gesprochen und dann weg, sondern dass man diese Inhalte dauerhaft verfügbar hält, sodass auch jemand, der jetzt nicht in dieser Situation dabei war, diese Information lesen konnte, diese Information aufnehmen kann, dass auch spätere Generationen das aufnehmen können. Und ein zweiter wesentlicher Punkt ist, dass das ortsungebunden geschieht. Wenn das nur in unmittelbarem Gespräch, also an dieser Stelle ist, dann ist 100 Meter weiter diese Information nichts wert, muss dort irgendwie wieder neu hingebracht werden. Wenn wir aber in der Lage sind, Kommunikation auf der einen Seite dauerhaft und ortsungebunden festzuhalten und dann noch dieses Festhalten in einer Weise machen können, dass wir sie über große Entfernung transportieren können, das ist genau diese Fähigkeit, genau ist dann die den Entwicklungs- und Wettbewerbsvorteil in diesen Entwicklungen der menschlichen Gesellschaft zwischen den einzelnen Gruppen da hervorgebracht hat. Und natürlich war das Überleben und Vormachtstellung sehr davon abhängig, wie gut die Informationen zur verfügbar waren. Also generell Kommunikation zentral für die Menschwertung. Und wenn man sich mal Punkte festhält, geht es darum, dass die Informationsinhalte dauerhaft festgehalten werden können, dass man sie in einer Weise festhält, dass es ortsungebunden ist und dass ortsungebunden man auch über große Distanzen transportieren kann. Und nun, klar, Web bietet diese Möglichkeiten und steht jetzt in der Menschheitsgeschichte am vorläufigen Ende dieser Entwicklung. Und wo ist die Entwicklung losgegangen? Na, die Entwicklung ist ganz weit zurück losgegangen mit den ersten Höhlenmalereien. Dort war das mit der dauerhaft schon ganz gut, aber mit der Transportfähigkeit war das so eine Sache, nicht? Eine Höhle war schwer zu transportieren. Also das sind die allerersten Anfänge gewesen. Heute im Web haben wir da sehr viele Möglichkeiten und deswegen macht es mal einen Sinn, da kurz zurückzublicken. Information wird festgehalten, in der typischen Weise in Form von Text. Hier der Stift fällt auseinander. Und wie ging das los mit solchen Informationen? Ja, Höhlenmalerei vor 30.000 Jahren ging das los mit Bildnissen, aber eben auch mit Bildzeichen. Das ist das, was die heute dann versuchen zu, dekodieren, herauszukriegen, was diese Zeichen bedeutet haben. Auch erste Symbole waren da sichtbar. 3500 Jahre zurück. Da sind beobachtbar in der Geschichte die ersten Übergänge von der Symbolschrift zu einer phonetischen Schrift. Phonetische Schrift, also nach den Lauten geformt, hat den Vorteil, dass ich nicht erst ein Symbol verabreden muss, damit beide Seiten sich verstehen, sondern dass ich das, was wir tun, sprechen,
in Schrift fassen kann und dadurch sehr viel flexibler bin. Im Beschreiben von Vorgängen hier berühmt die Keilschrift in Mesopotamien. 3000 Jahre zurück die altägyptische Hieroglyphenschrift, kennen Sie aus Filmen, nicht? Dieser Prozess, diese Hieroglyphen, die man dann in irgendwelchen Steindenkmälern gefunden hat, wie die entschlüsselt werden. Das ist noch so eine Mischung aus Bilderschrift, gibt aber auch schon Wortzeichen, gibt auch sogar schon Silbenzeichen und auch einzelne Konsonanten. Was so ein bisschen über lange Jahrhunderte eine Bremse war in diesem Entwicklung der Schrift, war, dass eine Grammatik gefehlt hat. Eine Grammatik, mit der, nicht phonetisch kann ich erstmal Worte bilden, auf jede Situation ein passendes Wort, aber aus den Worten nun Sätze zu bilden, Zusammenhänge zu schreiben, da bedarf es bestimmter Regeln, damit der Sprechende und der Hörende oder der Schreibende und der Lesende das gleiche Verständnis haben. Nicht? Man kann Sätze verschieden auffassen und wie Sätze aufgefasst werden, das wird über die Grammatik bestimmt. Die erste Grammatik dann also 600 vor Christus. Die Entwicklung der Schrift ist aber natürlich sehr eng verbunden mit den Fragen, worauf wird denn geschrieben? Was ist denn das Trägermaterial der Schrift? Und da war das natürlich zunächst mal Stein, nicht, dass da mühevoll in Stein irgendwelche Dinge hineingemeißelt wurden. Das war aber für die Transportfrage sehr schwierig, da immer mit so einem dicken Stein da Informationen mit sich rumzutragen. Da waren dann diese Entwicklungen von leichteren Stoffen, wie zum Beispiel Papyrus, aus Pflanzen gepresstes Material, was eine gute Haltbarkeit hatte und worauf die Schrift dann festgehalten werden konnte. Entwicklung 300 vor Christus sind dann auch, etwa 300 vor Christus, sind dann neben diesen pflanzlichen Stoffen als Trägermaterial für Schrift auch tierische Stoffe, nämlich Pergament, also speziell zubereitete, geklettete Tierhaut, die sich gut eignete, dann beschrieben zu werden. Die Erfindung des Papiers, wie wir es heute kennen, die ist ja sehr unterschiedlich erfolgt. In China ist das schon sehr lange bekannt. Dort wird da etwa die Zeit 105 nach Christus angegeben, als dass das Papier dort erfunden wurde. In Europa hat sehr lange gebraucht, dass das hingekommen ist. Papier war nun das erste Mal die Möglichkeit, diese Informationen jetzt wirklich auch über große Distanzen zu transportieren, und zwar auch große Mengen von beschriebenem Papier. Hier in Europa, also dann 12. Jahrhundert, gut 1000 Jahre später, dass es auch hier zur Verfügung stand und beschrieben werden konnte. Wenn wir uns mal auf den Aspekt der Fernübertragung von Informationen konzentrieren, dann auch dort gibt es lang zurückliegende Möglichkeiten. Die Menschheit war erfinderisch, da Nachrichten zum Beispiel akustisch zu übermitteln, per Rufposten immer noch genau, was der andere verstehen konnte. Da hat er ihm was zugerufen und dann stand wieder einer weiter weg, der hat dem das dann zugerufen. Also solche Rufposten, solche Ketten zur Übertragung von Nachrichten sind bekannt aus dem alten antiken Griechenland, Persien. Die Naturvölker haben die Trommeltelegraphie benutzt, also mit bestimmten trommellaut hörbaren Signalen dann auch Nachrichten, Informationen transportiert. Optisch hat Feuer sich tagsüber gut geeignet, nämlich mit Rauch. Nachts war dann eher das Licht das, was über große Entfernungen sichtbar war. Also in dem Sinne Relaisstation, gerade noch, dass man sehen konnte, dort wurde dann das nächste Feuer gemacht, die nächste Information, sodass dort über so eine fortlaufende Kette, Relaisstation hinweg, wie das aus dem antiken Griechenland bekannt ist, Informationen übertragen werden konnten. Das ist auch was Interessantes hier, die heute ziemlich aus der Mode gekommenen Brieftauben, die also auch noch bis in die Neuzeit hinein ihren Dienst verrichtet haben, gut abgerichtet mit so einem kleinen Gehänge, wo dann Information reingehängt wurde. Wenn ich mich auf sowas vorbereite, hat mich dann doch das hier erstaunt, nicht, dass die doch eine ganz ordentliche Geschwindigkeit erreicht haben, also 60 km/h, nicht? Im Vergleich zu Rufen oder Laufen oder sonst was, ist das also schon eine relativ
leistungsfähige Nachrichtenübertragung. Tauben, ich hatte eben gesagt, im Vergleich zu Botenstaffetten, die Botenstaffetten, dass da also Läufer sich die Informationen übergeben, wie so ein Staffellauf und dann die nächsten Halbmarathon macht oder auch kürzere Strecken, um dann wieder einem Läufer das zu übergeben, das war sehr verbreitet. Zum Beispiel im alten Rom, das war dort ein richtig nutzbarer Dienst von römischer Regierung eingesetzt, sodass dort also, fragt ja, wenn solche großen Reiche so leistungsfähig sind, so stark sind, was ist Vorteil, und da ist eben auch Technologie immer ein Punkt, dass die dort eben über dieses große römische Reich hinweg Nachrichten transportieren mussten, Regierungserlass da in die Provinzen und Informationen aus den Provinzen, um neue Entscheidungen zu treffen. Also dort gab es solche, die Informationsdienste sind da im Wesentlichen über solche Boten, also Läufer oder Pferde, oder Wagenstaffetten gegangen. Und das ist dann im Mittelalter sehr verbreitet gewesen. Das sind verschiedene Botendienste, zum Beispiel die Klöster hatten untereinander so ein Benachrichtigungssystem. Der Deutsche Ritterorden, von dem ist bekannt, ein solches Nachrichtensystem, dass Boten da von einem Burg zur nächsten geschickt wurden. Auch die Kaufmannsgilden, zum Beispiel Hanse, oben die Städte, die da über die Ostsee verbunden waren mit Schiffen, die Städte, Universitäten, manchmal hört man das noch im Namen des Universitätsplättchen, Universitätsboten gab es, die Informationen getragen haben, jeweils dann, die gemeinsam das ausgestaltet haben. Wenn man mal guckt, was denn ein moderner Postdienst, wann dann losgegangen ist, dann kommt man hier auf so eine Zahl wie 1490. Da hat nämlich der König Maximilian I. einen ja eigentlich modernen Postdienst eingerichtet. Die erste Strecke, die da war, regelmäßig bedient wurde, konnte dann unabhängig von seiner Berufstätigkeit, von bisher waren das ja Gilde, Botendienste, jetzt konnte also jeder einen solchen Dienst nutzen, so er ihn bezahlen konnte, seine Informationen abgeben, und dann gab es diesen Botendienst. Und wenn Sie mal sehen, die Entfernung Innsbruck, Österreich im Süden und dieses Mecheln als erste Linie da bei Brüssel, dann war das schon ein sehr, global will ich noch nicht sagen, aber doch ein sehr weitreichender Punkt. Und wenn man mal jetzt aus der Klatschpresse Namen liest, Familie Thurn und Taxis, die sind damals und sind zu ihrer Bedeutung, zu ihrem Reichtum gekommen, weil die das für den König gemacht haben und das, industriell war es nicht, aber betrieben haben in einem Maße, dass das dann auch sehr einträglich war. Das ist, die Mächtigen haben natürlich sehr schnell gesehen, dass Informationen auch was mit Machterhalt, mit Strukturen, mit Regieren zu tun haben. Deswegen wird dieses Postwesen 1597 zum kaiserlichen Hoheitsrecht. Und der Kaiser hat das dann vergeben, hier auf dieser Vasallenbasis, wie dann auch Ländereien vergeben wurden, Dienste vergeben, auch diesen Postdienst vergeben, für jemand, der ihm dafür Abgaben macht und dann selber Preise bestimmt und so ein System aufbaut. Und das ist eben die alleinige Vasalle, der eine Vasallendienst ist durch die Familie Taxis da bestimmt worden. Wenn man mal guckt, 1597, also 1600, die Monopolstellung gekriegt für diesen Postdienst. Und wenn man dann mal sieht, dass es 100 Jahre später schon 20.000 Kuriere gibt, die da in diesem Thurn und Taxis Postdienst über Europa hinweg da Nachrichten übermitteln, dann ist das doch eine sehr rasante Entwicklung. Schiffspostdienste, da gibt es den ersten zwischen Calais und Dover, also Verbindung vom Europa-Festland nach Großbritannien. Der ist 1633 gestartet. Also Entwicklung, die zeigt, dass auch Kommunikation immer wichtiger wird, und je mehr kommuniziert werden kann, umso schneller laufen Entwicklungen ab. Jetzt haben wir schon